Wie siehst du denn das? Ist denn die Weiblichkeit deiner Ansicht nach in den letzten 100 Jahren geschwächt worden? Ja, nicht nur in den letzten 100 Jahren, in den letzten 4.000, 5.000 Jahren. Seit Beginn des Patriarchats ist die weibliche Kraft extrem geschwächt worden. Insbesondere die weiblich-sexuelle Kraft und unser Schoßraum. Also wenn ich von Schoßraum spreche, vielleicht auch erstmal zum Verständnis, dann meine ich der ganze Raum, den wir hier unten haben, was beinhaltet die Eierstöcke, die Gebärmutter, die Yoni, auch Teile des Darms, der physische Raum, aber auch der energetische Raum. Und die Indianer sprechen von Spirit Womb, nicht nur einen physischen Raum, der die Organe beinhaltet, sondern auch einen spirituellen Raum, in dem sich ja ein Wesen inkarnieren kann. Das heißt, wir sind in unserem Schoß zutiefst mit dem Universum verbunden. Wir sind so die Schnittstelle zwischen Himmel und Erde in unserem Schoß. Und wir haben hier Schöpfungskraft in uns als Frauen. Und diese Kraft, das ist also unser Schoß, der in vielen Kulturen seit vielen Jahren als heiliger Ort angesehen, als heiliger Tempel. Und in alten matriarchalen Kulturen war das geehrt, war dieser Raum zutiefst geehrt. Das ist klar, weil jedes Leben gebiert sich aus dem Schoß. Deswegen ist der Schoß verehrenswert. Im Laufe des Patriarchats wurde genau dieser Ort extrem geschwächt, verletzt, vergewaltigt, gedemütigt, gestört. Und diese Wunde tragen viele Frauen in sich. Seit eben nicht mehr 100 Jahren, sondern 4.000, 5.000 Jahren. Und ja, und damit ist, wenn unser Schoßraum geschwächt ist, ist auch unsere weibliche Kraft geschwächt. Denn das Zentrum weiblicher Kraft spüren wir in unserem Schoßraum. Und eben diesen Zugang haben viele Frauen heutzutage nicht mehr. Trotzdem sehe ich auch eine Entwicklung in den letzten, sagen wir mal, ungefähr 40 Jahren seit der Emanzipationsbewegung sind ja die Frauen massiv auch aufgestanden, auf die Straße gegangen, um ja, für die Freiheit der Frau, für die Selbstbestimmung der Frau einzustehen. Das war ein wichtiger Schritt. Aber ich sehe auch, dass jetzt in den letzten eben 30, 40 Jahren eine neue Entwicklung eingetreten ist. Und das ist so eine, dass ich beobachte, dass Frauen sich zunehmend vermännlichen. Sich zudem, dass wir im Patriarchat sehr geschwächt wurden in unserer Weiblichkeit, sich zudem anfangen zu vermännlichen, männliche Qualitäten in sich zu stärken, ja, so ihre Karriere zu machen, alles zu optimieren und als Superfrau unterwegs zu sein. Ja, und sich immer mehr von ihrem eigenen Körper entfremden und natürlich dann auch speziell vom Schoßraum. Und ich denke, das gehört auch zu dem Thema jetzt, unerfüllter Kinderwunsch. Wenn Frauen von ihrer Weiblichkeit und von ihrem Schoß abgeschnitten sind, dann kann das eine ganz zentrale Ursache sein, warum wir nicht mehr empfänglich sind, um ein Kind empfangen zu können. Wie kann man denn diese Entwicklung stoppen? Also wie kann man denn jetzt schaffen, das wieder zurückzuholen, dieses Vertrauen in die weibliche Stärke? Es beginnt mit dem eigenen Körper. Also du sagst, wir haben uns vom eigenen Körper entfremdet. Sehr entfremdet. Von unserem Schoßraum entfremdet. Also, ich meine, ich arbeite ja so viel mit Frauen, dass ich das tagtäglich mitbekomme, in Einzelsitzungen oder auch in Gruppen, wie sehr Frauen darum ringen, hier überhaupt wieder Kontakt zu finden zum Schoßraum. Und ja, allein auch die Verbindung zum eigenen Zyklus, zur Menstruation, da fängt es ja schon an, ja. Kann ich das schön finden, dass ich einen Zyklus habe? Kann ich meine Menstruation genießen? Ich beobachte sehr viele Frauen, die das als lästige Angelegenheit empfinden. So als ein notwendiges Übel und hoffentlich hat man es bald wieder überstanden. Und der Körper quittiert das, nämlich mit Schmerzen, Menstruationsschmerzen. Oder auch eben mit vielen anderen Symptomen im Unterleib, die ja auch immer mehr zunehmen. Von Myomen zu Endometriose, zu Gebärmutterhalskrebs, zu Gebärmutterkrebs.